Herzlich willkommen zum Panel Feministische Pionierin in Köln. Mein Name ist Berit Scheiner. Ich arbeite seit 2020 hier im Frauenmediaturm als Historikerin. Und einer meiner Schwerpunkte ist die neue Frauenbewegung. Und deshalb freue ich mich über dieses Panel und diese fünf beeindruckenden Frauen, die hier sitzen, ganz besonders. Wir haben ja heute schon viel darüber erfahren, wie Frauen unsere Stadt verändert haben und immer noch verändern. Aber ganz wichtige Agentinnen des Wandels, die nach wie vor oft nicht gut genug gewürdigt werden, waren die Pionierinnen der neuen Frauenbewegung. Und das, obwohl sie Teil einer der erfolgreichsten Bewegungen des 20. Jahrhunderts waren. Köln war damals auch eins ihrer Zentren mit einer ganz großen feministischen Szene. Unter anderem auch, weil mit Bonn die Hauptstadt der Bundesrepublik quasi nebenan lag. Und das war natürlich ideal zur Vorbereitung von Protesten, die auch beim Adressaten ankommen sollten. In Köln fanden deshalb wichtige Konferenzen und Demonstrationen statt. Es gab Frauenzentren, einen Buchladen, Frauenzeitschriften, Frauenkneipen und nach noch viele weitere Orte von und für Frauen. Und die fünf Frauen, die jetzt hier auf der Bühne sitzen, haben alle zu diesem Netz beigetragen, das die Topografie der Stadt für Frauen nachhaltig verändert hat. Und zwar jeder auf ihre Weise. Gisela Schneider kam als junge Frau nach Köln und gehörte zu den Initiatorinnen des Kampfes gegen den Paragraphen 218. Sie gründete 1971 die Aktion 218, aus der später die Frauenbefreiungsaktion wurde. Und da wird sie uns sicher auch noch ganz viel zu erzählen gleich. Maria Beckermann ist Frauenärztin und Sexualtherapeutin und hat sich besonders um eine evidenzbasierte Frauenmedizin verdient gemacht und die erste psychosoziale Frauenberatungsstelle in Köln ins Leben gerufen. Die gibt es unter dem Namen Frauenleben noch heute. Helen Wasidi ist heute Programmiererin und war während der Revolution 1979 politisch engagierte Maschinenbaustudentin im Iran. Sie tauchte unter und floh in den 1980er Jahren in die Bundesrepublik und seitdem ist sie in der iranisch-deutschen Frauenbewegung aktiv, hat über mehrere Jahrzehnte die iranische Frauenkonferenz unterstützt und engagiert sich heute im Netzwerk Iron Woman Solidarity. Frauke Ma ist Sozialpädagogin und gründete als Studentin mit ihrer Professorin Maria Mies, die ja viele aus Köln hier kennen werden, und weiteren Studierenden das erste Kölner Frauenhaus, beziehungsweise das erste oder zweite Frauenhaus der Republik. Da gibt es in Berlin und Köln unterschiedliche Ansichten, wer da zuerst dran war. Anisha. Und außerdem ist sie bis heute in der Mädchenarbeit aktiv. Und Ina Hörner ist in der Erwachsenenbildung tätig gewesen und kam in den 1970er Jahren aus der linken Sponti-Szene zur neuen Frauenbewegung. Sie gehörte zu den Gründerinnen des Kölner Frauengeschichtsvereins, von dem haben wir ja heute schon öfter gehört, und hat sich um die Wieder- und Neuentdeckung der zahlreichen Spuren verdient gemacht, die Frauen in der Geschichte unserer Stadt hinterlassen haben. Genau. Als erstes würde ich gerne einmal reihum fragen, wie seid ihr zur Frauenbewegung gekommen, beziehungsweise wie ist die Frauenbewegung zu euch gekommen? Ja, Wie herum, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, ob ich zur Frauenbewegung oder die zu mir. Also jedenfalls gab es den Umweg über Günter Wallraff, kam Alice Schwarzers Aktion 218, die in Paris und in Frankreich ja war, die wollte die hier in der Bundesrepublik, ja, und dieser Brief mit der Aufforderung ist bei mir gelandet.
Und ja, ich bin jetzt dann die Frau, die jedes Jahr hier hinkommt und die Geschichte mit dem Tapeziertisch erzählt. Wir möchten Sie total gerne nochmal hören. Gut. Dann war das jetzt dann, oder wie, wir reden nachher weiter. Gut, dann machen wir so. Ja, also mein Weg zur Frauenbewegung war etwas holprig. Das war so etwa 1977. Da wohnte ich in Ehrenfeld in der Philippstraße in einer Kommune. Und ich arbeitete als frischgebackene Ärztin auf der Chirurgie im Franziskushospital. Und bei uns um die Ecke gab es das Frauenzentrum Geiselstraße. Und die organisierten Fahrten nach Holland für Frauen, die abtreiben wollten. Und da ging ich also eines Tages hin und sagte, ja, ich bin Ärztin und ich würde hier gerne mitmachen. Und dann stand da eine sehr freundliche, blonde Frau, Tamara, die sagte zu mir ganz freundlich, oh, mit Ärzten arbeiten wir nicht zusammen. Und dann sagte ich, aber wieso das denn? Ich könnte euch doch helfen. Und da sagt sie, nein, also die Ärzte, die machen ja hier in Köln keine Abtreibungen oder nur so wenig. Und deswegen müssen wir ja nach Holland fahren. Und deswegen können wir mit den Ärzten nicht zusammenarbeiten. Na, da war ich erstmal geplättet und habe mir das überlegt und habe eigentlich gedacht, die haben eigentlich recht. Weil die Ärzteschaft war zu der Zeit also unvorstellbar reaktionär. Es war gerade im Deutschen Ärzteblatt ein Artikel erschienen zur Eröffnung des Frauengesundheitszentrums in Berlin. Und der hatte die Überschrift, während den Anfängen. Und unter dieser Überschrift haben sie geschrieben, was die Ärzte alles zu befürchten haben durch die Frauenbewegung, dass die die Macht wollen und dass die Patientinnen falsch beeinflussen werden und dass sie sich in Sachen einmischen, die sie gar nichts angehen. Und ja, da habe ich mir gedacht, gut, das sind hier zwei sehr unterschiedliche Positionen und habe irgendwie gemerkt, dass ich für mich diese zwei Positionen in meiner Person irgendwie zusammenbringen muss. Das war dann die Aufgabe in der Frauenbewegung. Eigentlich viele Faktoren hat mich in Frauenbewegung gefunden. Erste war meine Mutter. Meine Mutter durfte nicht weiter studieren und sollte heiraten und sie wollte unbedingt ich in die Uni gehen und auch nicht mein Geld von einem Mann kriegen. Und ich wollte auch so sein, dass meine Mutter als Tochter auf mich stolz sei. Deswegen habe ich Mathematik studiert und dann in die Uni Elektrotechnik. Sie haben Maschinenbau gesagt, aber egal. gestudiert. Und dann, erstmal war das. Und ich war in dem letzten Semester bei Uni, die islamische Regime im Iran an die Macht kam. Das war 1979, ja. Und dann, und ich durfte nicht weiter studieren, weil wegen dieser politischen Turbulenz im Iran, ich war dazwischen parallel mit im studentischen Bereich in eine linke Partei auch Mitglied geworden. Und ich durfte nicht weiter studieren. Und nach ein paar Jahren Geheimleben hätte ich erstmal in Sowjetunion und dann in Deutschland geflüchtet. Und die Situation von Frauen in die Parteien, auch in linke Parteien, die Situation von Frauen in Gesellschaft und auch in Sowjetunion, die hat mich sehr enttäuscht, hat mich in diese Richtung gebracht, dass die Frauen brauchen eine autonome Frauenbewegung. Und deswegen, wenn ich in Köln, in Deutschland war, erstmal, ich war in Berlin, in sehr bekannte Friedrichsche Straße, konnte ich in West-Berlin kommen und dann mich da Asyl beantragen. Und dann die hatten mich nach Münster geschickt, 2 Jahre war ich da, bis meine Situation als
anerkannt wurde. Und dann war ich bei 89 in Köln und seitdem bin ich immer in Köln. In Köln hätte ich immer gesucht, dass eine autonome Frauen zu kennenlernen. Erstmal eigentlich habe ich von iranische, wie heißt das, autonome iranische Frauenbewegung. Diese Frauen hätten eigentlich in Deutschland mit Feminismus, wie heißt das, wie heißt das, in Kontakt kommen können. Und dass die viele Sachen, die damals diskutiert hatten, war für mich eigentlich sehr interessant und ich habe leidenschaftlich, weil wir hatten überhaupt keine autonome Frauenbewegung in Iran und hatten wir alle unsere Rechte verloren. Und das war für mich sehr, sehr wichtig und seit diesem Zeit bin ich dabei und hätte ich immer dafür gemacht. Ich bin Anfang der 70er Jahre, 1970 rum, zum Studieren nach Köln gezogen, als junge Frau politisch sehr interessiert und eher renitent. Und dann habe ich zwei Dinge gefunden neben dem Studienplatz. Das eine war die FBA. Und bis jetzt, Gisela, wusste ich gar nicht, wie du damit so verbunden bist, so gründend, also die Frauenbefreiungsaktion. Ich fand den Namen ja schon fantastisch. Und dann war ich auf einer Veranstaltung in Köln, da hat Inge von Bönninghausen, die damals ja in Frauenfragen, Frauenfragen machte im WDR-Fernsehen, da hatte die einen Veranstaltungsabend, da war ich zu Gast und danach wusste ich, ich habe was gefunden, von dem ich gar nicht wusste, wie sehr ich es gesucht hatte, die Frauenbewegung. Mein Weg zum Feminismus war sehr holprig. Ich kam 1980 aus einem humanistischen Gymnasium in der Provinz nach Köln zum Studium. Da war ich 19. Meine Eltern hatten mich aus historischen Gründen sehr von Politik ferngehalten. Ich las zwar Cicero und Tacitus und solche Sachen, aber ich habe nichts von der Ermordung von Benno Ohnesorg oder dem Anschlag auf Dutschke oder gar von Helge Sanders Tomatenwurf. Nein, es war Sigrid Rüger, pardon. Also ich habe von den Dingen, die fokussiert in Berlin passierten und dann auch nach Westdeutschland kamen, habe ich zunächst nichts gewusst. Und das Leben in Köln war eine Offenbarung, ein neuer erster Geburtstag, ganz viel Freiheit. Und ich zog mit drei Frauen in eine Wohngemeinschaft. Wir fanden zu Frauen, leben wir wunderbar, aber wir hatten noch keinen Begriff von Feminismus. Wir waren einfach eine Frauen-WG und ich hatte Kontakte zum Sozialistischen Deutschen Studentenbund, der damals so ein elitäres, universales Universitätskonstrukt war. Und als der SDS sich spaltete, gingen ganz viele Leute in die Moskau-orientierte Deutsche Kommunistische Partei. Da hatte ich sehr früh das Gefühl, dass ich dort nichts zu suchen habe. Und es bildete sich eine, wie wir damals sagten, Sponti-Fraktion, die nannte sich Arbeiterkampf. Es waren eigentlich keine Spontis, sondern eine verkappte K-Gruppe, denn wir haben allen Ernstes gedacht, dass wir, wenn wir in die Betriebe gehen, also nicht nur Flugblätter dort verteilten, um unsere klugen Gedanken zu veröffentlichen, sondern auch im Betrieb richtig arbeiten, dass wir dann gesellschaftlich etwas bewegen könnten. Und ich ging in das Duftimperium 4711 in Ehrenfeld und Mann und Frau merkten von Weitem, dass ich Studentin bin und keine Arbeiterin. Ich hatte mich als Hilfsarbeiterin beworben und ich habe 3,5 Monate am Fließband durchgehalten. Es war sehr, sehr schwer, morgens um 7 an die Stechuhr, abends um 8 müde. Und ich habe dort gelernt,
dass die Frauenfrage kein Nebenwiderspruch ist, der sich mit einer wie immer gearteten Revolution von selber auflöst, was ja auch die Entwicklungen in den realsozialistischen Ländern zeigen, sondern dass es ein ganz eigenes und fokussiert zu behandelndes Problem ist. Ich habe da auch begriffen, dass meine Mutter, die trotz ihrer guten Schulbildung ein sehr verkochtes und verbügeltes Leben führte, dass sie auch gearbeitet hat, aber sie hat unbezahlt gearbeitet. Und das habe ich später erst in der Frauengeschichtsforschung über den Ansatz der dualen Ökonomie von Professorin Annette Kuhn, die leider nicht mehr lebt, begriffen, dass unbezahlte Frauenarbeit, Hausfrauenarbeit, Reproduktionsarbeit, Care-Arbeit, dass das auch Arbeit ist. 4 Mahlzeiten am Tag, Kinder großziehen. Weil vorhin klang manchmal auf der Bühne an, meine Mutter hat gearbeitet, als hätten die Hausfrauisierten, wie Maria Mies immer sagt, Frauen nicht gearbeitet. Ja, vielen Dank. Da hat man jetzt schon einen ganz guten Einblick von der Bandbreite der Themen und der Bewegung bekommen. Gisa Schneider, mit dir ging es hier in Köln so richtig los. Erzähl uns doch bitte noch einmal die Geschichte vom Tapeziertisch. Ja, sehr gerne. Also ich komme da gerne und erzähle die jedes Jahr wieder, wenn ich die tollen anderen Geschichten auch dann auch hören kann. Ja. Denn ich fand das jetzt heute Morgen, fand ich eine tolle Runde auch. Hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ja, wie war das mit dem Tapeziertisch? Ich hatte eine Freundin, die Barbara Mayfort, die in Bonn lebt, aber durch einen Schlaganfall kaum reden kann. Sonst hätte ich die natürlich auch dazu gebeten. Das finde ich sehr schade auch, dass sie so redegewandt war und die jetzt gerade da diese Beeinträchtigung dann auch hat. Nochmal ein Gruß nach Bonn an Barbara. Wir beide haben uns kennengelernt und hatten direkt irgendwie, konnten viel miteinander anfangen und waren dann irgendwann, dass wir sagten, wir wollten politisch aktiv werden. Wir sind dann in Parteien gegangen, aber wenn wir da was Kritisches fragten, dann kriegten wir immer zu hören, geht doch nach drüben oder was wollt ihr hier. Ne? Und dann haben wir gemerkt, das wird nichts. Und dann kam eben halt über den Günter Waldorf diese Aufforderung von Alice Schwarzer aus Frankreich. Und da sagte der hier, guck mal, da kannst du dich drum kümmern. Ja, direkt abends mit Barbara, das machen wir. Ja, das machen wir. Dann haben wir dann überlegt, wie. Jetzt muss man sich auch vorstellen, das war jetzt nicht wie heute, dass man eben mal schnell rumfaxt und meldet und so. Matrize geschrieben, abgezogen, abgenudelt und vervielfältigt und dann sind wir mit dem Tapeziertisch auf der Schildergasse dann am dem nächsten Samstag gegangen. Das hatten wir uns jetzt nicht vorgestellt, wie da ablaufen würde oder so, also dann weiß ich nicht, ob wir das gewagt hätten, denn wir sind da überrannt worden, also von allen Seiten wurden wir umzingelt, das war ein Zirkus da. Und mit Argumenten, also sehr viel auch Unterstützung, ja endlich mal, das ist doch ein Thema und so. Und dann aber auch hier, das ist ja das allerletzte hier, ne? Das ist ja hier freie Liebe mit allem und was weiß ich. Und dann wollen die Frauen ja nur noch abtreiben und noch Sex haben und so. Also das war schon eine Mischung direkt von Anfang an. Aber es war dann auch sofort die Frage, ja, macht ihr noch mehr und weiter? Ja, dann treffen wir uns. Und dann hat es Rücktreffen gegeben und wir sind dann auch noch weitere Aktionen dann auch gemacht mit Unterschriften sammeln. Und wir waren ganz schnell eine Gruppe von 80 Frauen, die da aktiv waren, die da überlegt haben, was machen wir, die dann auch dazu übergegangen ist, sich ein bisschen zu strukturieren, weil wir wollten bei jeder Sitzung anfangen, für die Neuen, die immer dazu kamen, wieder von vorn zu erklären.
Und wir wollten dann auch inhaltlich arbeiten und haben dann auch viel so Frauenliteratur gelesen und darüber gesprochen und immer wieder natürlich auch die aktuellen Sachen und Aktionen dann auch geplant. Und dann gab es auch mit anderen in anderen Städten auch diese Aktion. Und da haben wir auch dann den Kontakt zu den anderen Städten gehabt. Jetzt nochmal der Hinweis, ohne Handy, ohne Internet. Ne? Da haben wir geschrieben, telefoniert und das hat alles funktioniert. Also wir haben wirklich Kongresse gemacht in Frankfurt, in Berlin, in Köln. Und alle kamen und die haben dann alle bei uns geschlafen dann auch. Also das war einfach so, ja, unproblematisch. Es gab mal eine Situation, wo der Joschka Fischer mal irgendwo in Verruf kam und sollte mal erklären, wer alles bei ihm übernachtet hätte. Da sagte der Weiß, das konnte ich auch nicht sagen, wüsste ich jetzt auch nicht mehr. Ja, das war so irgendwie. Und ja, so ging das los und wir haben dann hier in Köln wirklich dann auch verschiedene Sachen dann auch, wir sind dann Ärztekongress dann reingegangen und haben die gestört und die haben sich dann zum Teil mit uns auch solidarisiert, ein paar von den Ärzten haben mit uns geredet, die anderen wollten uns mit der Polizei natürlich da räumen lassen, aber irgendwie ging das immer auch mehr oder weniger gut aus und es war einfach auch eine gute Stimmung, ne? Wir waren immer alle fröhlich und auf der Straße und mit dem Megafon und kommt hier und kommt alle und schließt uns an und so. Das war schön. Maria Beckermann, du hast ja eben auch erzählt, du bist ja auch über das Abtreibungsthema zur neuen Frauenbewegung gestoßen. Und dann haben Sie ja bereits als Studentin mit anderen Frauen aus dem Frauenzentrum eine Studie initiiert zum psychosozialen Wohlbefinden von Frauen. Und damit ist quasi die Gesundheit von Frauen zu ihrem Lebenswerk geworden. Wofür, für welche Themen haben Sie noch gekämpft in dem Bereich? Naja, ich muss vielleicht anfangen, die Situation in den 1970er Jahren war in der Medizin eine ganz andere als heute. Und ich machte meine Facharztausbildung in der Uni und es war damals eine ganz strenge Hierarchie und die unteren Positionen wurden alle von den Frauen ausgefüllt und die oberen Positionen von den Männern. Und das führte also dazu, dass ich zum Beispiel als Ärztin gar nicht wahrgenommen wurde. Ich wurde immer als Krankenschwester angesprochen. Und es gab auch zum Beispiel übergriffige Situationen von Patienten, die mir auf den Po geklatscht haben oder so. Das jetzt mal als Ärztin, aber auch für Patientinnen waren das unerträgliche Situationen teilweise. Wenn ich daran denke, wie die Geburtshilfe war, dass die Frauen da wirklich angemacht wurden und dass man sie auch nicht aufgeklärt haben. Die wussten überhaupt nicht, was ihnen passiert. Zum Beispiel, dass man zu der Zeit üblicherweise kurz vor Durchtritt des kindlichen Köpfchens bei der Geburt ihnen eine Spritze gegeben hat, sodass sie ihre eigene Geburt verschlafen haben. Und die wurden nicht darüber aufgeklärt, die wurden nicht gefragt, wollen sie das oder nicht, sondern die kriegten eine Spritze und sagten hinterher, aha, das ist mein Kind. Und das, ich habe später mitgekriegt, was das für Auswirkungen hat. Das ist nur ein Beispiel. Aber auch zum Beispiel wurde manchmal während Operationen entschieden, dass diese Gebärmutter, die schon zwei Kaiserschnitte gehabt hatte, viel zu dünn wäre, um eine weitere Schwangerschaft auszuhalten. Dann wurden die kurzerhand sterilisiert während des Kaiserschnitts. Oder was auch ziemlich schlimm war, wie Frauen jetzt als Ärztin behandelt wurden, zum Beispiel im OP, wie die gemobbt wurden, wie systematisch die gemobbt wurden. Ich hatte eine Kollegin, die hatte schon einige Kinder und war etwas älter als die jüngeren Oberärzte und wenn die praktisch assistierte, dann sagten die Oberärzte zu ihr, nehmen Sie sich mal zusammen, wir stehen hier nicht am Kochtopf. Sie brauchen nicht in dem Bauch so rumzurühren. Und also
da war eigentlich keine gute Arbeitsatmosphäre möglich. Und gleichzeitig war ich ja, worauf Sie angesprochen haben, hatte ich ja über das Frauenzentrum eine Projektgruppe getroffen von etwa 10 Frauen aus psychosozialen Berufen, multiprofessionell, und wir wollten uns eben mit der psychosozialen Versorgung von Frauen in Köln beschäftigen und haben das so analysiert, wie werden Frauen beraten, und haben festgestellt, dass eigentlich Frauen nur in Bezug auf ihre Funktionen Hausfrau, Mutter, Ehefrau, Erziehende beraten wurden, aber nicht, was mit ihrem eigenen Leben ist. Ob sie zum Beispiel berufstätig werden möchten und welchen Beruf und wie sie in dem Beruf vielleicht sogar Karriere machen möchten, das gab es überhaupt nicht. Und das war für uns der Grund, wo wir sagten, also wir wollen eine Beratungsstelle gründen, wo Frauen gefördert werden in dem, was sie selber wollen, wo sie erstmal entdecken können, was sie wollen. Und mit dieser Gruppe haben wir uns auch mit Inhalten beschäftigt. Wir haben zum Beispiel Standards erarbeitet, wie man mit Frauen umging, die Gewalt erfahren hatten. Da sprach man damals gar nicht drüber. Das war so ein Tabu. Oder zum Beispiel Essstörungen, gab es in der Medizin keine Behandlungsvorgaben, sondern die wurden als launenhöherer Töchter bezeichnet. Und darüber haben wir zum Beispiel in dieser Projektgruppe und später in der Frauenberatungsstelle Wissen erarbeitet, haben uns vernetzt mit vielen anderen Frauenberatungsstellen, die in Deutschland zur gleichen Zeit aufmachten, und haben Kongresse gemacht und da Fachfrauen eingeladen. Oder noch das dritte Beispiel, wie man mit Lesben umging. Lesbisch wurde auch nicht thematisiert zu dem Zeitpunkt. Und wenn eine Frau in eine Psychotherapie ging und sagte, dass sie lesbisch wäre, könnte ihr passieren, dass sie dort noch zusätzlich pathologisiert wurde, dass gefragt wurde, wie kann das denn sein, was ist denn schiefgelaufen, oder irgendwas muss doch der Grund gewesen sein, warum sie lesbisch geworden ist. Und das waren so diese Themen. Und für mich waren das immer zwei Welten. Wenn ich zum Beispiel an einem Wochenende zu einem Kongress gekommen war und kam dann am nächsten Montag wieder in die Klinik, das war also einfach zwei Welten. Und ich weiß nicht, ob ich die eine Welt ausgehalten hätte, wenn ich nicht zum Beispiel diese Projektgruppe gehabt hätte. Und aus der Projektgruppe haben wir 1981 eben eine Frauenberatungsstelle gegründet, ein kleines Ladenlokal in der Hansemannstraße, und haben einfach angefangen, Frauen zu beraten. Alle hatten einen psychosozialen Beruf und wir haben Gruppen angeboten und einfach was aufgebaut. Und ich bin 1984 aus dieser Gruppe rausgegangen, weil ich in eine eigene Praxis übernommen habe. Und diese ganze Aufbauarbeit von der Beratungsstelle, die praktisch heute mit Frauen leben in der Venloer Straße ist, die habe ich begleitet als Vorstandsfrau, aber nicht die aktive Arbeit gemacht. So. Ja. Genau, und zusätzlich warst du eine der ersten feministisch orientierten Frauenärztinnen dann mit eigener Praxis in Köln und da auch voll ausgelastet. Ja. Frauen wie ich, eigentlich dahinter. Ja. Ja, Helen Vasili, du hast dich besonders für iranische Frauen eingesetzt im Iran und in Deutschland und warst aber auch in einer internationalen Kölner Frauengruppe aktiv. Was habt ihr da konkret gemacht und voneinander gelernt? Wie gesagt, wir haben im Iran gegen eine Diktatur gekämpft, und dann haben wir gesehen, dass zum Beispiel ich als Linke haben wir unsere Rechte unter Füße der Islamisten geopfert. Es war für mich eine große Leiden eigentlich. Und nach dem Russland, wenn ich hier war, damals war Sowjetunion, habe ich immer gesucht, die Gruppen, und dann habe ich die internationale Frauengruppe in alle Welthaus kennengelernt. Das waren da eigentlich türkische, kurdische, deutsche, italienische und auch
teilweise iranische Frauen auch dabei. Und die hatten über alles, Sexualität, Feminismus, Autorität und Macht und dann viele andere Sachen. Und viele Sachen, die eigentlich Feminismus war etwas, die wir iranische Frauen da brauchten, weil sie konnten damit uns zusammenbringen und dann gegen diese, die passiert wurde, irgendetwas machen. Und aus diesem Grund, ich hätte immer, es war eigentlich eine Brücke zwischen uns und dem Feminismus. Ich hätte da ein Fenster gehabt, die konnte ich das Feminismus kennenlernen. Viele Sachen habe ich erstmal da kennengelernt. Und das war nicht nur für uns, für viele Iranerinnen. Wir hatten viel damit profitiert in Deutschland zum Beispiel, nach dem 1980 hatte die iranische Botschaft ankündigt, dass die Nordpässe werden verlängert, das mit Kopftuch sind. Und die Frauenpässe ohne Kopftuch werden nicht verlängert. Viele Frauen hatten sich damals gesammelt gegenüber der Botschaft in, Frankfurt und auch Berlin. Und aus diesen Kundgebungen sind auch eine Frauenkonferenz gegründet worden. Diese Frauenkonferenz hat bis Corona 40 Jahre hier jährlich immer stattgefunden. Und ich war immer dabei. Und in dieser Frauenkonferenz hätten wir immer im ersten Tag einen Gast aus Deutschland oder anderen Ländern eingeladen. Und das war eigentlich sehr gute Erfahrungen. Und diese Frauenkonferenz konnte wie eine Brücke zwischen hier und Iran spielen. Und das Frauenbewegung im Iran hätte sich weitergebracht. Zum Beispiel viele Frauen, fortschrittliche Frauen im Iran damals hätten immer gesucht nach diesem brutalen Regime, immer islamischer Feminismus oder irgendeine islamische, geistliche Fatwa suchen und gegen diese Gesetze, die Frauen benachteiligt hätten, irgendetwas machen. Nach 27 Jahren Dialog zwischen uns und Iran und dieser Konferenz und die Frauenbewegung im Iran hatten die endlich entschieden, dass zum Beispiel nach Menschenrecht, allgemeine Menschenrecht, internationale Menschenrecht etwas zu suchen und hatten eine Kampagne 1 Million Unterschrift gegründet und da hatten gesagt, wir sind Menschen und wir wollten auch Menschenrecht, egal ihr seid Muslime oder irgendetwas anderes, wir brauchen Menschenrecht. Und aus diesem Zeit ist hier in Deutschland, es war 2007 glaube ich, ja, ist wieder eine iranische Vernetzung, Frauenvernetzung gegründet und die erste Sitzung war in Köln stattgefunden. Ich war auch dabei. Eigentlich wieder diese Bewegung war auch von Feministen in Deutschland und auch Frankreich beeindruckt, weil die zwei Frauen die erste Briefe dafür geschrieben hätten, und die andere in diese Bewegung aufgerufen hätten. Eine war Shahla Shafiq von Frankreich, die hatte mit Feministinnen in Frankreich Kontakt. Und die andere war Monire Kazemik, die glaube ich mit Emma ist sehr aktiv. Und danach wurden eine, wie heißt das, diese Vernetzung ist gegründet, ich war dabei. Und ich bin auch bis jetzt auch die Admin von Seite von dieser Vernetzung von Frauen. Die sind eigentlich diese Vernetzung, es ist ungefähr 300 Frauen in Amerika, Kanada, alles außer Iran, die zusammen vernetzt sind und wir tauschen unsere Erfahrungen und auch mit Frauen im Iran und so. Und die Seite von dieser
Vernetzung ist eigentlich in fünfsprachig, fünf oder sechs, Kurdisch, Türkisch, Französisch, Englisch, Deutsch und Persisch. Und es ist eigentlich, ich war aktiv in dieser, wie heißt das, internationale Frauengruppe. Das war für mich sehr interessantes Thema, die hatten immer mitgebracht und war auch für unsere Frauen. Ich kann mich erinnern, damals hatten, es war auch eine große Kundgebung in Bonn, glaube ich 1990, vielleicht mehrere 10.000 Frauen gegen Abtreibung, die waren da und dann, das kann mich erinnern, das war sehr, sehr gute Thema, die haben wir da gehabt und dann wir konnten uns, wie heißt das, endlich finden, dass in welche Richtung sollen wir gehen. Eigentlich jetzt im Iran, die feministische Bewegung ist die richtige, einzige Opposition gegen dieses Regime. Echt, es ist das. Und dass alle diese Sachen, die Frauen, wie heißt das, das hatten von Feminismus in anderen Ländern profitiert. Ja, vielen Dank. Das war eine ganz wichtige Eigenschaft der neuen Frauenbewegung, die Internationalität und dass Frauen voneinander gelernt haben. Das gilt auch für dich, Frau Kemal, denn du hast das erste Frauenhaus in Köln gegründet und ihr wart sicher auch angeregt von Erin Pitsey in England. Und erzähl doch mal, wie es dazu eigentlich gekommen ist. Erstmal, um das mit Berlin und Köln klarzustellen. Ja, ach, das ist natürlich wichtig. Köln war das erste Frauenhaus in Westdeutschland, sagten wir damals. Und in Berlin gab es schon ein Frauenhaus. So rum ist das. Aber im gleichen Jahr, also beides 1976. Ja, im gleichen Jahr, ganz nah und wichtig. Und schade, dass es das geben musste. So. Es gab in Köln eigentlich zwei Stellen, von denen aus die Überlegungen zu einer Frauenhausinitiative bearbeitet wurden. Das geht oft unter. Meistens ist die Initiative natürlich in der Erinnerung oder bekannt, aus der dann der Verein Frauen helfen Frauen geworden ist. Aber es gab parallel am Anfang im Frauenzentrum bei der FBA in der Eifelstraße eine Arbeitsgruppe, die auch zu dem Thema Gewalt gegen Frauen arbeitete. Da waren einfach Frauen aus der Frauenbewegung, die da drin waren und überlegten, in Köln aktiv zu werden, das Thema aufzugreifen und ein Hilfeangebot zu schaffen. Und ich war damals sowohl in dieser Gruppe als auch in der Gruppe der Studentinnen, die bei Maria Mies studierten und die mit dem Buch Schrei leise konfrontiert waren und dann auch den Plan fassten, loszulegen und etwas zu tun. Und da waren wir einfach in dieser Studierendengruppe schneller als die Gruppe im Frauenzentrum. Und nun muss ich dazu sagen, wir sind nicht einfach nur Studentinnen gewesen, sondern wir waren eine große Gruppe, da waren Hausfrauen drin, da war eine sehr, sehr alte Sozialarbeiterin, die damals in den Rieler Heimstätten lebte, Christa Thomas, die war damals, glaube ich, schon um die 80. Da war eine Hausfrau aus Wesseling, da waren andere Frauen, die in Köln lebten. Also die Studentinnen sind die, die auf dem Bild sind, was auch heute im Programm ist und die bekannt geblieben sind und Maria Mies, aber es waren sehr viel mehr Frauen, die sich da wirklich engagiert haben und eine sehr große Gruppe gebildet haben, um dieses Thema in Köln anzusprechen, damit nach draußen zu gehen und natürlich ein Hilfeangebot zu schaffen, weil das drüber reden alleine bringt nicht viel. Wir sind also dann auch munter zur Stadt Köln marschiert und haben gesagt, wir sehen dieses Problem, wir wissen, dass es das gibt, die Stadt muss was tun. Und dann hat uns der damalige Sozialdezernent Körner gesagt, Köln nicht. Also in Köln gibt es das Thema Gewalt gegen Frauen nicht und das gab es nicht. Und wir müssten jetzt erstmal Zahlen beibringen, um zu belegen, dass das überhaupt tatsächlich ein Thema sei. Nun waren wir ja eifrig, wir sind dann öffentlich auf die Schildergasse gegangen, wir haben Stände gemacht, haben auf unsere Absichten aufmerksam gemacht, haben das Thema also ins Stadtgespräch gebracht. Die Presse war natürlich
interessiert und begeistert. Ich glaube, Ute Kaltwasser vom Stadtanzeiger hat damals die ersten Artikel dann dazu geschrieben. Und wir erlebten dann mit unseren Informationsständen auf der Straße, dass auf der einen Seite sehr schnell deutlich wurde, dass Frauen vor allem das gut fanden, dass wir das Thema ansprachen. Und zum anderen, was auch heute noch passiert, aber nicht mehr ganz so häufig, dass wenn Frauen mit den Frauen am Infostand reden wollten, Männer, die mit ihnen waren, sie da wegzogen. Die sollten also damals nicht mit uns reden. Das kam gar nicht gut bei vielen Männern an. In dem Moment, als in den Medien war, und das war damals überwiegend die Printmedien, dass in Köln ein Hilfeangebot für Frauen, die in ihrer Ehe, damals ging man meistens davon aus, heute fasst man das weiter, Gewalt erfahren, dass die Unterstützung bekommen sollten, dass es Frauen gab, die ihnen Anlaufstellen bieten wollten, da überrollte uns dann tatsächlich der Bedarf. Also wir hatten ja außer der guten Absicht und unsere Auseinandersetzung mit dem Thema hatten wir ja überhaupt nichts. Wir haben uns in Privatwohnungen getroffen, wir waren bei der Stadt in der Situation, Zahlen liefern zu müssen, und dann standen die ersten Frauen wirklich bei uns vor den Türen oder auch Ehemänner, so, die ihre Frau suchten, die auf einmal weg war. Und so wurden am Anfang die Frauen, die aufgrund der Öffentlichkeitsarbeit, die wir gemacht haben, zu uns kamen, in unseren privaten Wohnungen untergebracht. Also eine Frau aus der Initiative, die war damals gerade auf einer längeren Indienreise, in der Wohnung wurden dann Frauen untergebracht. Andere lebten in einer sehr großen Wohngemeinschaft in der Worringer Straße, da kamen dann auch Frauen unter. Also, ja genau, das war wirklich eine ja zum Teil auch verrückte Situation, die auch sehr das Potenzial der Überforderung in sich hatte. Wir waren mit Frauen konfrontiert, die zum Teil wirklich lebensbedrohlich in Situationen waren, wo sie wussten, wenn der Mann sie findet oder wenn sie wieder zurückgehen, dann kann es gut sein, dass sie das nicht überleben. Der Begriff Femizid war damals noch nicht bekannt, heute benutzen wir ihn zurecht, aber das Thema war damals schon genauso. Wir hatten die Frauen mit Kindern unterzubringen, das war alles wirklich kolossal schwierig. Wir hatten ja auch kein Geld, wir hatten überhaupt keine Struktur. Wir haben also dann angefangen, einen Verein zu gründen, haben uns im Grunde genommen auch so ein Stück in der Initiative bestimmte Aufgaben dann gegeben. Also, dass einer sich um Finanzen kümmert, die Gespräche mit der Stadt, die Frauen, die tatsächlich schon bei uns aufgelaufen waren, konkret zu unterstützen. Was steht denen zu? Was haben die für Ansprüche an Sozialamt und so weiter und so weiter? Naja, und irgendwann konnte die Stadt natürlich nicht mehr gut sagen, nee, das gibt's gar nicht, weil wer sagt, dann kommen Sie mal mit, die wohnen bei uns inzwischen, so mit und ohne Kinder. Das war ja sehr überzeugend. Dann sind wir in ein, na, ich würde es heute ein bisschen als ein Abbruchhaus bezeichnen, haben wir zur Verfügung gestellt bekommen, das ist auch einige Zeit später abgerissen worden, und haben da dann tatsächlich das erste Frauenhaus aufgemacht und die Frauen da untergebracht mit gespendeten Möbeln, mit gespendeten Klamotten. Die meisten, die von zu Hause weg mussten, hatten ja nicht ihre Ausstattung bei, ja, sondern die kamen mit Kindern, ohne Kinder und einem Täschchen, und das war es dann auch. Und die haben wir da untergebracht. Wir waren in einer Situation, dass wir als, die Mehrheit war schon relativ junge Frauen in dieser Initiative, auch wenn es durchaus gemischt war, aber wir waren mit Themen konfrontiert, die wir selber eigentlich dann auch nur vom Hörensagen und vom Lesen kannten, wenigstens überwiegend. Und ich weiß gut, ich hatte einen Frauengesprächskreis für Frauen, die eben in ihrer Ehe, in ihrer Beziehung Gewalt erlebten. Und ich war 23, 24, und da saßen Frauen, die hatten Jahrzehnte Misshandlung hinter sich. Und also in dieser Rolle dann einen Gesprächskreis zu machen, das war schon ganz schön schwierig. Wir sind dann mit der Stadt insofern weitergekommen, als das Problem nicht mehr leugnen konnten, wir das Haus da hatten. Und dann hat nach einiger Zeit meine Arbeit da auch geendet. Ich habe in der Zeit von einer kleinen Erbschaft gelebt und musste dann nach Geld verdienen und musste dann aus der Initiative aussteigen, weil ich da vorher halt unentgeltlich gearbeitet hatte. Der Verein ist ja sehr weitergewachsen, ist irgendwann umgezogen, ein zweites Frauenhaus. Und hat immer noch nicht so viele Plätze, wie der Verein bräuchte, weder für die Frauen noch für die Kinder, um denen, die Hilfe brauchen, weil sie aus gewalttätigen Beziehungen fliehen müssen, fliehen wollen,
eine Unterkunft und eine adäquate Hilfe zu geben. Zu viel für jetzt. Später habe ich das nochmal erlebt, mit dem, dass in dem Moment, wo in dem Fall Frauen sich trauen, Themen anzuschneiden und damit nach draußen gehen, auf einmal die Hilfe in einer Form abgefragt wird, die man sich gar nicht denken kann. Ich musste eben so lachen, als Maria Beckermann sagte, Hansemannstraße, dem Verein Lobby für Mädchen, Mädchen aus Köln e.V. ist es ganz genauso gegangen, Initiative, Thema offen gemacht, sexualisierte Gewalt an Mädchen und jungen Frauen. Und die ersten Beratungen, die gemacht wurden, waren in der Hansemannstraße, weil auch diese Initiative keine Räume, kein Geld und kein Personal hatte. Genau, da kann man ganz viel spenden. Während ich Frau Gemahl zugehört habe, dachte ich an Maria Mies, die inzwischen 91 ist und deren Vorlass bei uns im Verein betreut wird. Und ich dachte, sie würde sich unglaublich gefreut haben, wenn sie Frauke eben hätte zuhören können. Ja. Sie bekommt von uns das Filmmaterial. Mich würde noch mal interessieren, also Christina Perenchioli hat eine ähnliche Erfahrung ja in Berlin gemacht, die wollte einen Film machen zum Thema Gewalt an Frauen und dann haben sich aus der Gruppe, die diesen Film machen wollte, Frauen gemeldet, die gesagt haben, ja, bei mir ist das auch so. Warum ist das erst quasi so spät Thema in den Frauengruppen geworden? Man hat ja über ganz viele Dinge da sehr offen gesprochen. Ich weiß es nicht, aber meine Vermutung ist, dass es ja ein unglaublich schambesetztes Thema ist. Also Frauen, die Gewalt erfahren, Mädchen, die Gewalt erfahren, die schämen sich ja auch heute immer noch, weil sie meinen, irgendwo sie machen was falsch und es liegt an ihnen. Und es ist nichts, wo man gerne drüber spricht. Es ist einfacher, eine Anwältin, in dem Fall würde ich mich jetzt mal eine Anwältin nennen, zu haben, die über dieses Thema spricht, als unbedingt sich als Person zu zeigen, zu sagen, jawohl, ich habe Missbrauch erfahren, ich habe Gewalt erfahren, welcher Form auch immer. Das ist zum einen, wird es als beschämend erlebt und es ist ja auch gar nicht leicht, darauf zu reagieren, wenn sich jemand so zeigt. Und zum anderen ist es, glaube ich, wirklich immer noch extrem stark, das weiß ich einfach von der Mädchenhausarbeit auch, Schuld und Verantwortung bei sich selber zu suchen, wenn Frauen etwas geschieht, wenn Frauen an was gehindert werden und nicht zu sagen, mir geschieht da Unrecht und das ist einfach vollkommen daneben und ich kann mich da jetzt mit aller Kraft wehren. Da kommen Frauen und Mädchen auch hin, aber es ist nicht einfach. Also von daher wundert mich nicht, dass es eine Zeit gebraucht hat. Ich glaube, dass das Geld für gleiche Arbeit oder viele andere Themen, die sind nicht so schambesetzt. Also es ist ja was ungeheuer Persönliches. Sexualität, Gewalterfahrung etc. Also da redet man nicht so leicht, so locker drüber. Vielleicht kann ich ergänzen, dass es ja auch sehr viel die Zuschreibung gab, die Frauen sind selber schuld. Es war ja so lange so, dass Frauen sich nicht getraut haben, Vergewaltigungen anzuzeigen, weil immer irgendwas an ihnen nicht gestimmt hat, der Rock zu kurz oder sonst was. Ich kann das aus 40 Jahren Berufserfahrung nur bestätigen. Ich habe ja im Weiterbildungsbereich junge Leute unterrichtet zwischen 18 und 40, die mehrere Schulabschlüsse nachholen wollten. Und 15 Jahre davon hatte ich reine Frauenlehrgänge. Und ich habe meine Arbeit als Feministin so verstanden, dass auch da gilt, das Private ist politisch. Und was ihr gerade gesagt habt über Schambesetzung, das drückte sich dann auch in Gesprächen aus, wenn meine Sozialarbeiterinnen, Kolleginnen und ich, wenn wir dann vermittelt haben in professionelle Hände, um Frauen nicht nur Bildung zu geben, damit sie nicht dem nächstbesten Prinzen in den Arm fallen ohne Berufsausbildung, sondern um ihnen auch persönlich zu einem Leben mit mehr Kraft und weniger Leid zu verhelfen. Ja, vielen Dank. Ein Grund ist, glaube ich, immer auch das Vergessen der Frauengeschichte, denn auch die historische Frauenbewegung hat sich mit diesen Themen schon beschäftigt. Auch das hat die neue Frauenbewegung dann wieder ausgegraben, das war aber erstmal vergessen.
Und die große US-amerikanische Historikerin Gerda Lerner hat gesagt, Frauengeschichte sei das wichtigste Werkzeug der Emanzipation. Und Ina, in deiner Lebensgeschichte hat sie auch eine wichtige Rolle gespielt. Warum? Ich habe immer verknüpft die große allgemeine Geschichte mit der persönlichen. Also die Brücke zwischen Psychologie und Psychotherapie und Geschichtsforschung. Das war für mich immer eine Klammer des Lernens. Vielleicht bin ich deshalb auch dazu gekommen, diesen Frauengeschichtsverein, von dem heute schon die Rede war. Da möchte ich mich noch bedanken bei Frau Dr. Kier, bei Frau Professorin Schock-Werner und auch bei Henriette Reker, dass sie unsere Arbeit so sehr würdigen. Das tut uns gut. Und ich habe mit der Frauengeschichtsforschung vor der Gründung des Vereins angefangen. Da wollte ich eine Publikation machen mit dem Titel Frauen, die vergessene Mehrheit. Frauen nach 45, die vergessene Mehrheit. Und ich ging zu Annette Kuhn nach Bonn. Annette Kuhn, die erste Professorin mit einem Lehrstuhl für Frauengeschichte. Sie ist inzwischen verstorben. Jahrgang 34. Linke, Lesbe, Jüdin, von den Männern in ihrer Universität immer unter die Frage gestellt, gibt es denn auch eine Männergeschichte? So einen blöden Spruch mag man gar nicht mehr hören. Dann hat sie immer gesagt, meine Herren, seit 2000 Jahren, und hat genervt geseufzt. Und sie hat mich sehr ermutigt, zu dem Thema zu schreiben. Und wir haben dann 85 in Köln, haben meine Kolleginnen die erste ganztägige Frauenstadtrundfahrt gemacht. Und das schlug ein wie ein Karnevalsfeuerwerk. Alle wollten mitmachen, es war immer ausverkauft. Dann haben wir 86 diesen Verein gegründet, haben 87 ein unterirdisches Quartier bezogen in der Nähe von St. Maria im Kapitol. Im Souterrain, ich würde sagen, gefühlte 70 Quadratmeter, immer zu eng, immer zu klein. Und wir haben angefangen, vorhin hat das eine der Damen erwähnt, mit der Umbenennung, mit der Richtigbenennung der Seitmacherinnengasse, weil die Seitmacherinnen eine reine Frauenzunft waren. Und in unserem Rundgang Touristin durch die eigene Stadt spielt dieses Event von 85 immer noch eine Rolle. Unser Hauptgeschäft jetzt ist, wie es in der Satzung steht, die Dokumentierung, die Archivierung und vor allen Dingen die Vermittlung von Frauengeschichte. Deshalb ist unser Hauptgeschäft, Stadtführungen zu machen mit ganz unterschiedlichen Themen. Ich arbeite gerade an einer Führung zum Stadtteil Zollstock, in dem wir inzwischen ein großes Büro haben mit 5 Räumen. Nachdem uns gelungen ist, nach langem Klinkenputzen in der Politik ein neues Quartier zu finden durch einen Haushaltstitel. Und Frau Reker, seitdem sie Feministin ist oder seitdem sie das bekannt hat, ist unser großer Schutzengel. Sie sagt immer, wenn Sie von Kürzungen bedroht sind, sagen Sie mir Bescheid, ich gehe sofort zum Kämmerer und kümmere mich da persönlich drum. Das ist sehr, sehr gut zu wissen. Das gibt uns ein Stück Sicherheit und dass unsere Arbeit gewürdigt wird in der Stadtgesellschaft. Wir machen auch Vorträge. Ich habe zum Beispiel gearbeitet zu Die Frauen um Karl Marx. Als Karl Marx 200. Geburtstag hatte, stand die ganze Welt aus dem Kopf und auch Leute, die keine Zeile Marx gelesen hatten, waren auf einmal in so einem Hype begriffen. Und da habe ich gesagt, mich interessieren jetzt mal die Frauen um Karl Marx. Die Schwester, die Mutter, die Töchter, die Ehefrau und die Haushälterin, mit der er ein geheimes Kind hatte, eine anstrengende Geschichte.
Und mancher Marx-Leser hat zu mir gesagt, was machen Sie denn als Feministin mit unserem Karl Marx? Und dann habe ich gesagt, ich stelle ihn auf die Männerfüße, auf die er gehört, und habe einen ganzheitlichen Blick drauf. Und ihr braucht keine Angst haben, dass ich seine Bücher verbrenne, weil es uns genügt zu sagen, Marx gehört kritisiert und ergänzt, da sind blinde Flecken, da gehört die feministische Sichtweise drauf. Ich habe auch gearbeitet zu Rosa Luxemburg und zu Frauen im NS und zur Nachkriegszeit. Also zusammenfassend kann ich sagen, Rundgänge, Vorträge, die Vermittlung von Frauengeschichte und das Hineintragen in die Stadtgesellschaft, auch zu den jungen Leuten. Unser Verein ist jetzt doch in die Jahre gekommen, einige sind über 70, aber ich sehe, dass viele junge Frauen hier sind und denen werde ich auch eine gesonderte Rheinau-Hafenführung anbieten, weil sie heute nicht zum Zug gekommen sind, weil um 11 Uhr ausverkauft war. Ich freue mich drauf. Ja, vielen Dank. Ina, sag doch noch mal ganz kurz was zur Situation in den 80er Jahren. Was war alles? Ich meine, das kann man sich heute wirklich nur noch ganz schwer vorstellen, was man alles nicht wusste. Also es war ja auch die komplette historische Frauenbewegung eigentlich vergessen, oder? Ja, mir fällt als ein wichtiges Beispiel ein, als wir dafür sorgten, dass 18 Frauenfiguren auf den Ratsturm kamen, war eine meiner Lieblingsrevolutionärinnen, die ist vorhin auch benannt worden, Mathilde Franziska Anecke, Demokratin, Sozialistin, eine Frau, die einen gewalttätigen Mann verlassen hat, eine Frau, die eine Schule gegründet hat, die eine Frauenzeitschrift gemacht hat, die die Versklavung von Menschen bekämpft hat, die für das Frauenwahlrecht sich eingesetzt hat und die damals den Mut hatte, eine Liebesbeziehung mit einer Frau einzugehen. Das wird in der konventionellen Geschichtsforschung oft unterschlagen, was ich ganz schlimm finde. Die war ganz lange vergessen. Die hat in den USA hat die ihr Grab und ist in jeder Frau's Munde. Und wir mussten in den 80ern erstmal anfangen, diese Geschichte auszugraben. Und mir war eine große Freude und eine große Ehre, habe ich vorhin noch mit Frau Reker drüber gesprochen, beziehungsweise sie hat mich daran erinnert, als diese Mathilde Franziska Anecke 200 Jahre alt wurde, sie ist ein Jahr älter als Karl Marx, by the way, da haben wir am Internationalen Frauentag im Rathaus, habe ich mir im Schauspielhaus ein Kostüm dieser Zeit geliehen, also ein schwarzes Gewand mit Stäbchen bis zum Boden und so einen Auswanderinnenhut aus Stroh mit einer Schleife unterm Kinn. Ich sah aus, als käme ich von der Heilsarmee. Und so haben wir diesen Internationalen Frauentag zu Ehren dieser wunderbaren Revolutionärin begangen. Das ist jetzt nur ein Beispiel für eine Figur, die wir sozusagen wieder ausgegraben haben. Ja. Und dann würde ich noch gerne erwähnen, weil wir hier im Rheinauhafen sind, ab dem Alten Hafenamt gibt es 6 Frauennamen an Straßen oder Platzschildern. Das eine ist noch unterschlagen worden, da bin ich in der Auseinandersetzung mit dem Hafen- und Verkehrsamt, denen mache ich Druck, dass die das Schild von Anna Maria von Schürmann anbringen, einer Universalgelehrten aus dem 17. Jahrhundert, die schon damals in einer Dissertatio das Recht von Frauen auf Studium gefordert hat. Eine weitere ist Anna Schneider, eine Sozialistin, die einen Bildungsverein für Frauen und Mädchen gegründet hat. Eine dritte ist Laura von Oelbermann, die angesichts ihres wahnsinnigen Vermögens wohltätig wurde. Frau Professorin Schock-Werner hat ja über historische Frauen vorhin berichtet, was mich super gefreut hat. Dann gibt es noch die Clementine Martin mit dem Kloster Frau Melissengeist.
und die Katharina von Schauberg, die diese Dumont-Schauberg-Dynastie mit angeschoben hat, weil sie dem Typen, den sie geheiratet hat, Markus Dumont, mit ihrer Mitgift dazu verholfen hat, dieses Imperium aufzubauen. Und dieses Straßennamenthema ist eins, was uns richtig umtreibt, weil... Und Else Falk. Weil Else Falk kommt gleich. Was uns richtig umtreibt, Else Falk ist nicht hier im Rheinauhafen, die hat in Zollstock eine Gedenktafel an das Wohnhaus für berufstätige Frauen, die wird in meinem Zollstock Rundgang nächste Woche gewürdigt werden, Else Falk ganz besonders, die ja auch diesen Preis hat, den Frauke Ma vor 2 Jahren bekommen hat und dieses Jahr erfreulicherweise Behshit Najafi. Jedenfalls bleiben wir an dem Straßenthema dran. Immer wenn ein Neubauviertel ins Leben gerufen wird, werden wir vorstellig mit Vorschlägen, das nächste Objekt unserer Begierde ist in Zollstock ein künftige Els von vor dem Berge, die WDR-Frauen werden die kennen, Projekt, und an der Straßennamenfrage bleiben wir dran, so lange bis wir da die Parität haben, die unsere Verfassung gebietet. Genau, das haben wir heute ja schon mehrfach gehört, das ist ein Dauerauftrag, da werden wir noch länger mit beschäftigt sein. Der Nachlass von Mathilda Franziska Anneke liegt übrigens bei uns, also wer mehr über sie wissen möchte, das ist nicht das Original, sondern die Sachen sind auf Mikrofisch, weil sie natürlich ihren Nachlass in den USA im Archiv, einem Archiv übergeben hat. Aber wir haben den vollständigen Nachlass auf Mikrofisch bei uns, also wer forschen möchte, ist herzlich eingeladen, bei uns vorbeizukommen. Ja, wir kommen langsam ans Ende. Ich würde gerne noch einmal eine Runde machen, und zwar, um ein bisschen Bilanz zu ziehen. Was ist erreicht? Was ist noch zu tun? Was sind vielleicht auch neue Probleme? Und womit habt ihr Köln verändert? Mein Gott. Also da war mehr nicht. Ja, weiß ich gar nicht. Was, also wenn man jetzt heute den Tag so nochmal Revue passieren lässt. Mehr. Also so. Ja, dann hat man den Eindruck, ist ja alles ganz wunderbar und die Frauen schaffen es und haben es geschafft und so. Ich glaube, dieser Optimismus, der hat auch seine Berechtigung, dass auch vieles schon sich verbessert und auch verändert hat. Aber ich denke, es gibt auch immer noch genug zu tun und einiges ist auch rückschrittlich wieder. Wir sehen das auch am Paragraph 218. Also da ist jetzt gerade dieser 219 nochmal abgeschafft worden. Aber jetzt zum Beispiel heute Morgen diese erfolgreichen Frauen hier. Da wurde ja auch, hat Chantal auch angesprochen, die Frage der Kinder. Kann man Kinder haben und trotzdem erfolgreich im Beruf sein? Das war ja eindeutig geklärt dann auch und auch positiv bewertet. Was so zu kurz kam, muss man auch den richtigen Mann sich aussuchen. Also da diese Frage, die wäre ja auch nochmal eine spannende. Ne? Vielleicht fürs nächste Jahr dann nochmal, dass man das auch nochmal so in Augenschein nimmt. Denn wir haben ja heute von Frau Schock-Werner gehört, schon die Ursula wusste, man muss einen Anspruch an den Mann stellen. Ne? Das haben wir ja heute gehört. Und wenn man die negativen Beispiele, das war ja hier die Frau Hein-Esser und die Frau Spiegel mit Kindern. Und dann hat man ja auch gedacht, die haben den Mann sich ausgesucht, der hält ihnen den Rücken frei. Ja, stellt sich raus, Pflegefall haben die zu Hause. Ne? Das war ja keine, und deswegen denke ich auch mal, ist das auch, weiß ich nicht, vielleicht auch ein Grund des Scheiterns, dass man, es muss auch vieles zusammenkommen für Frauen. Also das wäre nochmal, dass man dann genaueren Blick drauf wirft.
dann finde ich nach wie vor diese 218er-Geschichte, wenn wir nach USA gucken, das wird auch zu uns überschwappen, da bin ich ziemlich sicher, das wird nochmal hart. Und manchmal habe ich die Sorge, ja, wie ich angefangen habe, so werde ich wahrscheinlich auch noch ändern, mit dem Tapeziertisch am Schinderer. Wir kommen alle mit. Ja, also in der Frauenheilkunde, wenn ich da bilanziere, wir haben immerhin vom AKF, und zwar nicht von dem Kölner AKF, sondern es gibt auch einen überregionalen AKF, der heißt Arbeitskreis Frauengesundheit in Medizin, Psychotherapie und Gesellschaft und ist ein Zusammenschluss von sämtlichen Gesundheitsberufen aus, Deutschland oder deutschsprachigen Ländern. Wir haben immerhin 2004 ein Lehrbuch rausgebracht, dreibändig, in der wir die Frauenheilkunde und Geburtshilfe aus Frauensicht dargelegt haben. Und in diesem Lehrbuch haben wir zum Beispiel beschrieben, wie man Abtreibung macht. Denn dieses Wissen von Abtreibung, das war bis dahin immer, wie man in der DDR sagte, Bückware. Das gab es in keinem Lehrbuch wurde das beschrieben, sondern das konnte man nur, wenn man jemanden kannte, der es machte, ihn fragen oder assistieren und es dadurch lernen. Oder nach Holland gehen und dort hospitieren. Und dieses Kapitel hat die Helga Seiler geschrieben aus Hamburg. Die hat da viele Jahre lang im Familienplanungszentrum Abtreibung gemacht, auch in örtlicher Betäubung, nicht nur in Vollnarkose. Und so haben wir einfach in diesem Buch sehr viel Wissen dargelegt. In der Zwischenzeit ist es so, dass das Wissen in der Medizin nicht mehr in Lehrbüchern angelegt ist, sondern in Leitlinien. Leitlinien werden erstellt von den medizinischen Fachgesellschaften. Da sitzen dann 20 oder mehr zusammen und dieses Wissen wird auch aktualisiert alle 5 Jahre. Das ist halt, kann auch ausgedruckt werden, aber eigentlich im Internet verfügbar und gibt den Ärztinnen und Ärzten eine gewisse Rechtssicherheit. Also vor Gericht kann man sagen, steht so in der Leitlinie, da habe ich mich dran gehalten. Und in diese Leitlinie habe ich mich als feministische Ärztin auch reingedrängt. Wurde auch nicht, wie das heute früh auch schon war, eingeladen, sondern ich musste da auch einige Kreativität walten lassen und konnte dann aber 2006 bei der ersten Leitlinie, die 2009 veröffentlicht wurde, zu Hormontherapie in den Wechseljahren mitmachen und bei der Aktualisierung 2020 ebenfalls. Und jetzt wird eine Leitlinie gemacht, angeregt durchs Bundesministerium für Gesundheit über Schwangerschaftsabbrüche. Und in dieser Leitlinie sind 3 feministische Ärztinnen vertreten gegenüber, sagen wir mal, 16 Standesvertretern und Vertreterinnen, die vielleicht noch nie einen Schwangerschaftsabbruch selber gemacht haben, aber die Entscheidungsmacht haben. Und trotzdem haben diese 3 Feministinnen diesen Inhalt der Leitlinie so bestimmt, dass wir mit dem Ergebnis wahnsinnig zufrieden sind. Und wir von der, wir haben jetzt eine Stiftung gegründet von der Frauenberatungsstelle, Stiftung Frauenleben in Köln. Und die, als Stiftung haben wir vorgeschlagen, dass diese 3 Frauen den Preis kriegen für aufmüpfige Frauen, der von Professor Sigrid Metz-Göckel in Dortmund vergeben wird und den werden sie im Oktober erhalten. Also so bin ich zufrieden. Ich habe bis jetzt die positive Sache gesagt, wollte ich jetzt die Sache, die Society mich leidet, auch sagen. Zum Beispiel ein oder 2 Jahre vorher hatte Lila, die Frauenprojekte, glaube ich, in Köln, einen Gegenbrief gegen Tredefemes ausgegeben. Das war eigentlich so, dass Tredefemes wollte, dass die Mädchen in die Schule nicht Kopftuch tragen.
Und es ist eigentlich für mich sehr leid, wie heißt es, es tut mir sehr, sehr leid, dass die Frauenprojekte, die sollten Mädchen unterstützen, solche Briefe ausgeben. Ich denke schon, hier ist Diskussion bedarf, weil wir kommen auch aus muslimischen Ländern und in viele islamische Länder wie Iran, Türkei, Ägypten hatten mehrere 10 Jahre die Frauen gegen Kopftuch gekämpft und viele waren im Gefängnis. Es sollte nicht hier Frauen mit Kopftuch als Symbol von ausländischen Frauen betrachtet werden. Wir sind eigentlich gegen das, viele von uns. Ich sehe, dass die nur die braven Mädchen werden als ausländische Frau betrachtet. Wir denken nicht auf den Feministen in Deutschland wie die braven Frauen in Deutschland. Die Ausländer sind auch so. Deswegen, das ist keine Unterstützung von Frauen, die man Kopftuch zum Beispiel unterstützt. Ich denke schon, wir wissen, dass die Kopftuch ist ein Symbol von Islamisten, die wollten ihre Macht zeigen und auch ihr Symbol gegen Emanzipation zeigen. Aber jede Frau, die Kopftuch trägt, weiß das nicht, denkt auch nicht. Ich weiß das nicht, ich will das nicht, dass diese Frau auch benachteiligt werden, aber ich will darüber diskutiert werden. Die Frauen sollten auch wissen, was bedeutet Islamisten. Weil in unseren Ländern sind so viele diktatorische Lage und so viele brutale Regime, die nächste Generation weiß das nicht, was passiert bei vorherigen Generationen. Die wissen das nicht, wie viel haben wir dagegen gekämpft. Und die einfach die neue Generation trägt ein Kopftuch und denkt, dass die alle hatten vorher auch sowas gemacht. Die wissen das nicht, was haben wir da dagegen gesagt. Deswegen hier ist ein freies Land und wir sollten diese Diskussionen zwischen Frauenprojekten weiterbringen und veröffentlichen. Das sollte nicht zum Beispiel als Rassismus betrachtet werden. Das ist kein Rassismus. Das ist unser Recht und wir hatten dafür gekämpft. Und jetzt sind auch viele Frauen in Iran im Gefängnis dafür. Sind im Gefängnis. Und deswegen, ich will nicht hier als unsere Tradition gezeigt werden. Wenn das Tradition wäre, die hatten Milliarden in Iran investiert, dass Polizei in der Straße ist und zwingt die Leute, die Kopftuch tragen. Kein Volk braucht Polizei wegen ihrer eigenen Tradition. Das wollte ich nur sagen. Ich denke schon hier, die Islamisten versuchen in anderen Ländern so zeigen, dass respektiert kriegen. Die sagen, es ist unsere Tradition. Aber die Tradition war nur bis hier. Viele, meine Mutter hätte auch bis hier ein Kopftuch. Aber die Kopftuch bis hier und die gesamte, das ist ein ganz neues Modell. Ganz neue Modell, die bei Entwicklung von Islamisten hatte sich entwickelt und weitergebracht. Und deswegen, ich denke schon hier, auch in die Schule sollte betrachtet werden. Ich denke schon hier sollte dafür diskutiert werden. Und ich finde, das ist Mangel hier. Und das Staat nimmt keine, wie heißt das, Verantwortung dafür. Und das ist keine klare Politik dagegen. Es sollte von uns Frauen da gemacht werden. Außer das Ehrenmord. Ehrenmord passiert in unterschiedlichen Heimen zwischen unterschiedlichen Nationalitäten. Weil im Islam jemand konnte ihre Kind töten, wenn konnte auch mit Toten bestrafen. Vater oder Mutter, Vater, nicht Mutter. Vater darf sowas machen. Und ein Mann darf ihre Frau töten, wenn fremdgegangen ist. Das passiert im Iran. Jetzt auch ist es so.
Jetzt sind viele Frauenrechtlerinnen im Gefängnis, aber viele Täter, die Ehrenmord gemacht hätten, sind in freien Fuß. Und das wird hier auch passieren, aber man sagt das nicht, weil das denkt, das ist zum Beispiel gegen Iraner ist oder gegen Afghanen ist. Das ist nicht so. Das sollte gesagt werden. Wir sollen nicht jede Sache als andere Kultur akzeptieren. Das ist nicht so. Das ist die Frage, die ich will. Nun wollte ich sagen, dass Feminismus hat hier sehr menschlich gemacht. Sehr, sehr menschlich. Und dann, ich bedanke mich. Ja, vielen Dank an dich. Wenn ich mir die Umsetzung von der gesetzlich verbrieften Gleichberechtigung zur Gleichstellung begucke, auf einer Linie, dann würde ich sagen, wir sind im ersten Drittel und noch nicht weiter. Köln hat eine große feministische Frauenorganisationslandschaft. Ich sage deshalb Organisation, weil ein Projekt ist was Vorübergehendes. Und ob das AGISRA ist oder Frauen gegen Erwerbslosigkeit oder Lobby für Mädchen oder die Frauenhäuser, wir haben Geschichten von 30, 40 Jahren, wir sind keine Projekte mehr, wir sind verdammt erfolgreich arbeitende feministische, parteiliche Frauenorganisationen. Die meisten dieser Organisationen, die öffentliche Mittel für ihre Arbeit bekommen, nagen ständig an Hungertüchern. Keins davon ist ausreichend finanziert, sondern muss auf den öffentlichen Markt Spenden akquirieren, was bei jeder Katastrophe, die ortsnah oder weltweit passiert, immer zur Folge hat, dass anderswohin gespendet wird, was man auch verstehen kann. Ich kritisiere das nicht. Ich sage nur, wenn Organisationen wie Frauen helfen Frauen, Lobby für Mädchen, Frauen gegen Erwerbslosigkeit Spenden akquirieren müssen, haben die es verdammt schwer. Wir haben nämlich auch alle keine Mittel für Öffentlichkeitsarbeit. So, das aber nur kurz zu dieser enorm erfolgreichen Landschaft von feministischen Frauenorganisationen in Köln. Ein Thema, was Mädchen und Frauen, egal wo sie sozial herkommen, egal ob sie zugewandert sind oder nicht, betrifft, ich sage nicht betreffen kann, sondern betrifft, weil in irgendeiner Form betrifft es jedes weiblich gelesene Wesen und auch andere, aber ich stehe jetzt hier für die Mädchen und Frauen. Das ist Gewalt, in irgendeiner Form. Fängt es nur mit nur, sage ich selber schon, mit blöden Blicken und Anzüglichkeiten an, endet es mit Vergewaltigung. Gewalt gegen sexualisierte Gewalt gegen Mädchen und Frauen ist ein permanentes Thema und hier kann mir keine Frau erzählen, dass sie nicht irgendeine Form von Erfahrung in der Richtung schon gemacht hat. Ich bin da deshalb so penetrant mit, weil ich mich seit Jahrzehnten frage, wieso kommt eigentlich kein großer gesellschaftlicher Aufstand dagegen? Wieso haben wir Arschuh? Gott sei Dank haben wir Arschuh gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Wunderbare Sache. Wieso haben wir das nicht für die Sicherheit von Frauen und Mädchen? Ich verstehe das nicht. Ich habe die Organisatoren von Arschuh angeschrieben. Ich belästige, Penetranz ist ganz wichtig für Feministinnen. Ich belästige alle möglichen Leute, die zeigen, ich bin gegen dies tätig, gegen jenes tätig. Und Gesellschaft ist engagiert, aber ich kriege nicht mit, dass diese, und ich beziehe mich jetzt auf Köln, das kann man noch weiterspinnen, aber Köln kenne ich, dass diese Kölner Gesellschaft aufsteht und mal eine Riesenaktion hinlegt und eine Riesendemonstration hinlegt zum Thema Gewalt gegen Mädchen und Frauen. Ich warte darauf seit Jahrzehnten und das Problem ist nicht kleiner geworden, auch wenn wir durchaus an anderen Stellen Fortschritte feststellen können. Die will ich gar nicht leugnen, die machen mich froh. Und trotzdem bleibt dieses Thema in einer immensen Bandbreite und das macht mich sauer. Und alle. Ich musste gerade wieder an Maria Mies denken, die dazu vor ganz langer Zeit schon geschrieben hat, dass Feminismus
eine Theorie ist und eine Praxis und eine Bewegung, die das innerste Herz von Männern und Frauen berührt und dass die Frage, die Frauke gerade angesprochen hat, warum es nicht einen großen Aufschrei gibt gegen Gewalt von Tätern gegenüber Frauen und Mädchen, damit zu tun hat, dass das, was das Emotionalste ist, gerne verdrängt wird als zu privat. Das ist ein Fehler. Denn es gibt ja gegen ganz viel, was in der Gesellschaft schiefläuft, gibt es schnell einen Protest, sei es Antisemitismus, sei es Antiziganismus, sei es Kapitalismus, sei es Lohnungleichheit und so weiter. Und bei diesem Thema, da hast du recht, da tut Mann und Frau sich schwer, ein ganz große, warum nicht 100.000 auf der Straße mit den entsprechenden Plakaten. Das ist richtig. Ich will zum Schluss aber noch was Positives sagen. Wenn ich, weil Berit gefragt hat, was hat sich verändert, auch durch die Frauenbewegung. Maria Beckermann und deren beide Ärztinnenkolleginnen, Bettina Mötting, die hier unter uns sitzt, und wir als Frauengeschichtsverein, repräsentiert durch mich, im Beirat einer Stiftung Frauen Sternchen Leben. Wir haben uns für 10 Jahre, davon sind anderthalb nun vergangen, verpflichtet, ein Frauenstadtplan, könnt ihr ganz leicht im Netz finden, in die Welt zu bringen, wo Orte, die wichtig sind, Projekte, die wichtig sind, zeitgenössische Frauen und historische Frauen dargestellt sind in der Form eines digitalen Frauenstadtplans. Wenn das dann zu Ende ist, werde ich 82 sein, aber ich denke, für historische Arbeit in meinem Verein wird es dann noch immer reichen. Dankeschön. Ja, vielen Dank an euch alle für dieses spannende und sehr, sehr wichtige Gespräch. Wer jetzt noch nicht genug hat von Bewegungsgeschichte, kann gleich in unserem Gewölbekino im Turm noch den von Chantal Lewis und Bettina Flittner produzierten All-Her-Story-Film 13 Pionierinnen anschauen. Da ist Gisela Schneider auch noch mal dabei. Oder sich von unserer Vorstandsfrau Barbara Schock-Werner etwas über die Geschichte des Frauenmediaturms erzählen lassen. Da kann man sich bei den Kolleginnen am Infotisch melden. Genau, und auch die Pionierinnen stehen, glaube ich, noch kurz hier für Fragen zur Verfügung, wenn noch jemand mit den Pionierinnen sprechen möchte. Außerdem findet ihr fast alle Frauen auch im Internet. Ina Hörner hat schon auf den Frauenstadtplan hingewiesen. Dann gibt es Interviews auf dem YouTube-Kanal vom Kölner Frauengeschichtsverein, wo einige der Frauen interviewt worden sind. Und auf unserer Webseite gibt es auch Informationen und Interviews. Ja, dann würde ich sagen, noch mal einen Applaus für die Pionierinnen.